Und damit Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Tibia. Wir sind immer noch in unserer kleinen, kuscheligen Tomb und ich wollte mit euch hoch. Was machst denn du hier? Wer bist denn du, der Knolzhecht? Tag Knolzhecht. Ich wollte mit euch nicht mehr in der Tomb handeln, weil ich euch das irgendwie nicht mehr antun wollte, weil es mir selber irgendwie tröge vorkommt. Und deswegen werden wir... Und ich hoffe, es ist eine clevere Idee, um 15.53 Uhr ein paar Lizards hunten. Ich will nämlich unbedingt Level 60 machen und wenn wir Level 60 haben, dann haben wir wieder ein bisschen Action hier. Beziehungsweise dann gehen wir wieder eine Runde questen und das sollte dann so ein bisschen in die Abwechslung so ein bisschen reingehen. Ne? Ich muss ehrlich dazu sagen, ich habe mich auch wieder mal null vorbereitet auf diese Session. Da hat die wieder jemand den Pharao gekillt. Was brauche ich denn eigentlich? Was werde ich eigentlich brauchen? Was werde ich brauchen? Ich werde Manas brauchen und ich werde Avas. Ja. Manas und Avas. Utani Granhur. Schwupp. So, läuft. Ja, nebenbei läuft noch ein Upload hoch. SimCity läuft nämlich. Schild hauen wir mal weg. Ich glaube, ich breche den Upload gleich mal ab. Das ist ja dann doch so doof. So, das Schild. Klatschen wir mal hier hin. Halt. Der Murmel. Der muss da hin. Den Coin nehmen wir mal mit. Hier sind die... Jo. So, warte mal. Jetzt mal Folgendes. Da, Tab schließen, Seite verlassen. Okay, und Lepio runterfahren. So, und schon ist die Ping grün, finde ich super. So, wir waren, hi. Withdraw, was nehmen wir denn? 100 Mana sollten reichen, noch ein bisschen Avas dazu. 13.000, yes. Du nimmst mir die Vials ab und steckst mir neue in die Tasche. Mana Pots, ein Huni. Oakley Dokley. Du gibst mir Avas. Hi. Trade. Wie viel Avas haben wir denn noch? 24. Ich will ja nicht mit Avas handeln. Das wäre dann ein bisschen fett. Dann machen wir mal die 100 voll. Das heißt, wir nehmen 76 mit. Und die 94. Ja, gut, komm. Hi. Trade. Strong Manas. So. Brauchen wir noch ein bisschen hoch. Bisschen Cash zum Traveln. Jawohl. So. Und ab geht's. Hab ja wieder einige Anfragen bekommen bezüglich eines Let's Play Togethers. Muss sagen, also ich habe es ja glaube ich schon vor, wann war das? Ich glaube, da waren die Folgen noch zweistellig. Habe ich schon mal gesagt, ich würde ja gerne, aber ich habe irgendwie immer einen unregelmäßigen Spielzyklus. Das heißt, ich spiele mal nachts um 1, ich spiele mal so wie jetzt am Wochenende 16 Uhr. Ich spiele eigentlich nur dann, wenn ich entweder notgedrungen keine Folgen mehr habe oder wenn ich wirklich in der guten Mut bin. Das heißt, warte mal kurz. Dronius. Hi, Core. Core. Ma. Ja. Yes. So, genau. Also wenn ich wirklich gut gelaunt bin und auch dementsprechend relativ gut irgendwie moderieren kann. Und man muss ja auch in der Laune sein, da irgendwie mal zu reden und zu quaddeln. Und deswegen macht sich bei mir ein Let's Play Together eigentlich blöd. Das heißt, ich habe keine festen Zockzeiten. Und das ist bei einem Koop-Spiel, das habe ich jetzt beim Coral und beim Rockel mitgesehen, als wir Trine oder Portal gemacht haben. Das lief immer ganz gut, aber das Problem ist, wenn du wirklich
einfach mal einen schlechten Tag erwischt hast, und den gibt's definitiv, da kann mir keiner halt erzählen, dann bist du halt auch nicht so gut halt im Moderieren oder im Spielen oder überhaupt, und es macht dir auch keinen Spaß und du hast keine Lust, und das schlägt sich alles im Let's Play nieder, was wiederum Qualitätsverluste mit sich bringt. Und das möchte ich eigentlich hier vermeiden im Let's Play, weshalb ich die Koop-Geschichte hier in Tibia, auch wenn es ein Zusammenspiel ist und natürlich spätere Quests und auch spätere Hunting Grounds nur noch zu zweit eigentlich bestritten werden können, habe ich es eigentlich bisher vermieden, und ich weiß nicht, ob ich das in Zukunft so beibehalten werde. Also habe ich ehrlich gesagt keinen Plan, ob man das so machen kann oder nicht. Oder so durchhalten kann. Ach ja. Was machst denn du hier? Geh weg. So, zack. Down. Die Skills ziehen wir mal hier hoch. So, wie viel fehlen uns denn noch? 68.000. Na komm, das sollte doch eigentlich zu schaffen sein. Das sind 30 so eine... Ja, das sind 30 Lizards, von den großen 30 High-Class-Lizards. Na gut, ein bisschen mehr, aber die kleinen gibt's ja auch noch. Und die sollten wir ja wohl locker hinkriegen. Wer wirft denn da oben Avas hin? Und Energy Rune, Energy Wall Rune. Hat wohl einer zu viel Cash. So. Dank. Ja, also insofern, ich bin es ja, na, ich will nicht sagen, ich bin es leid, ständig das Gleiche zu sagen, aber bezüglich eines Let's Plays Together hier in Tibia muss ich sagen, stand jetzt nope, aus bekannten Gründen. Ja, das dazu. Mir fällt gerade kein Thema ein. Das ist ja unglaublich. Was ist das denn hier? Ach, wisst ihr, was mir auch noch einfällt? Der Mucke fehlt. Das ist ja viel schlimmer. Was ist denn das hier? Ach, ist das hier dieser Dingshound? Ein Killer-Kaiman. Ein Killer-Kaiman-Cave. Der ist aber neu, oder? Hier soll ja irgendwo noch hier so ein Gnarlhound-Spawn eingefügt worden sein. But I don't know where. Das erinnert mich an mein Hobby. Ich habe ja, wie gesagt, angefangen, wieder ein bisschen Mucke zu machen. Und ich habe auch nachher, direkt hier im Anschluss an diese Session, werde ich mal wieder einen dicken Kauf tätigen. Und ein paar hundert Euros raushauen. Weil ich nämlich einfach, und das wird auch euch zugutekommen. Das heißt, das Gute ist am Let's Play und am Musik machen, man kann das Equipment so teilweise für beide Sachen benutzen. Das heißt, ich kann natürlich mit einem sehr guten Mikrofon im Bereich der Musik was punkten, und ich kann im Bereich des, mit einem guten Mikrofon im Bereich des Let's Plays punkten. Sprich, mit einem von dem T-Bone beispielsweise, was ja im Grunde nicht schlecht ist. Aber es trotzdem noch weitaus bessere, qualitativere... Na gut, war klar, hier handelt einer. Weitaus bessere und qualitativere Mikrofone gibt. Beispielsweise das Rode oder so, was ja zwar immer noch Mittelklasse-Mikrofon ist, aber von der Qualität her bei den Großen mitspielen kann. Und das werde ich mir demnächst zulegen. Das heißt demnächst, also jetzt hier nach dieser Session. Und ich hoffe, dass es dann diese Woche ankommt. Mit anderen Worten, in der nächsten Session sollte eigentlich schon... Achso, ich habe kein Loot-Backpack. Das sollte ich mir auch mal angewöhnen. Loot-Backpack, aber ich habe nur so wenig Cup. Na egal. Also in der nächsten Aufnahmesession sollte eigentlich dann die Sprachqualität auf jeden Fall hörbar anders sein. Also ich bin gespannt. Ich habe auf YouTube mal einen Vergleich gezogen. Gibt's gar nichts mehr, wa? Also auf YouTube gab's mal so ein... Ach du Scheiße. Okay. Klar, dass du jetzt springst. Ja, na klar.
Das Gute ist ja, wir sind ja auf dem Non-PvP. Da kann ich ja weiter hier munter, fröhlich. Ich hoffe nur, dass der Lizard hier, der nicht pufft. Wie, der kann sich heilen? Wann kann er sich denn heilen? Und warum stirbt der nicht? So, na klappt doch. Kurz Manas süppeln. Ja, also wie gesagt, ein Rot kommt, ein neues Mikrofon kommt. Und dann noch einen kleinen Mixer dazu, weil das Rode ja mit einem XLR-Stecker kommt. Und das kann ich ja hier nicht anschließen. Aktuell das T-Bone, was wir hier haben, das ist ja über USB verbunden. Und ich glaube, ich habe auch so ein paar Probleme mit meinen USB-Ports. Und das Mic bekommt nicht genügend Saft, was es eigentlich hätte benötigt oder was es eigentlich benötigt. Und deswegen kommt mir das ganz recht. Das heißt, ich kaufe mir gleich noch einen Mixer mit dazu. Und weil wir einmal dabei sind, dachte ich mir, naja, dann komm. Ach so, stimmt, kacke. Und weil wir einmal dabei sind, hole ich mir auch gleich noch ein paar Studio-Kopfhörer. Weil ich natürlich hier das Problem habe, ich wohne zwar alleine, aber nicht in meinem eigenen Häuschen. Und dementsprechend habe ich auch noch Nachbarn. Und auf die bin ich bin da so ein Nachbar. Der nimmt gerne Rücksicht auf andere. Ich weiß nicht warum, aber ich schere mich immer darum, was andere von meinem Tun und Handeln halten. Und wenn ich quasi hier ein bisschen Rabatz mache und mit ein paar Monitorboxen hier in so einer Neubaubude, auch wenn sie nicht ganz so hellhörig sind wie damals diese Plattenbauten, aber trotzdem ist es eine Katastrophe. Das kann ja der Nachbar gleich mithören. Vor allem Monitore muss ja eigentlich neu fett aufdrehen. Und insofern werden es noch gleich ein paar Beyer Dynamics werden. In der Hoffnung, dass die Qualität dann halt auch im Musikbereich gut ist. Jo. So viel zum Thema Hobby. Mensch, ich sabbel schon wieder. Und ihr wollt natürlich irgendwas über Tibia wissen. Was habe ich vor? Also ich habe natürlich ein kleines erstes Storyboard geschrieben für die Vocation Specials. Das heißt, eigentlich so eine Art Schablone, wie ich jede Vocation unter die Lupe nehmen möchte. Schwupp. Alter Falter. Nicht doch. Hat mich jetzt gerade ein bisschen verjagt. Also eine kleine Schablone, wie ich jede Vocation unter die Lupe nehmen möchte. Und das kann man, glaube ich, auch auf alle Münzen. Also muss bloß noch anfangen, die einzelnen Vocations da auszuarbeiten. Und der Stefan wird mir da ein bisschen helfen. Und das erste wird definitiv der Paladin sein. Für diese Zwecke habe ich ihn auch schon direkt mit nach Berylia geholt. Die City quasi, der Server, wo wir gerade ja spielen aktuell. Und das heißt für mich, jetzt haben wir ja, was haben wir denn hier? Das müsste Folge 156, klar, gestern war die 55, das war das Warzone Special und heute ist die 56. Mit anderen Worten, naja, vielleicht kann ich dich so alle 50 Folgen als Special dann raushauen. Das heißt, also Folge 200 peile ich mal so an. Das Paladin Special. Paladin Vocation Special. Hallo? Ist da wer? Welche Viechers? Alter, wer rennt denn hier über die Bühne und killt alles, was ihm in den Weg kommt? Hier ist ja nichts mehr. Ein Trottelpaladin? Ja, hier, 307. Nee, doch. 370er Hitze, kannst du doch, da weißt du doch alles. Der hat wieder den ganzen Ground hier für sich alleine. Ätzend. Gucken wir mal, ob wir hier oben was finden. This won't be so good, wenn der hier alleine huntet. Ich möchte doch bloß meine 53.000 nur noch machen. Und nee, nicht mit den Dingern. Oh ja, klar. Oh, sehr gut. So, jetzt der Highguard. Muss mal gucken, dass wir uns hier so peu à peu durchschnurren. Quasi das, was der überlässt. Oh.
Kann gerade nicht. Moment. Das, was ihr im Hintergrund hört, ist mein Wecker. Das heißt, wir haben schon wieder die Zeit umgebracht. Mein Gott. Rumgebracht, nicht umgebracht. Die Zeit können wir vielleicht auch umbringen. So. Ups. Ausgemacht. Tot. Gut. Also. Auch wenn es ein bisschen wuchtkarg war heute, weil ich merke, irgendwie fehlen mir die Themen so ein bisschen. Es kommt nicht so der Redefluss, wie er sonst immer kommt. Aber ich muss trotzdem, oder ich will trotzdem hier das Level 60 heute noch rumkriegen. Insofern wären es vielleicht zwei ruhige Folgen. Aber wir haben ja Hintergrundmusik, die uns da und dabei unterstützt, ruhige Phasen zu überbrücken. Nicht wahr? Also, in diesem Sinne, ich danke fürs Einschalten. Würde mich freuen, wenn ihr morgen wieder mit dabei seid. Wenn ihr irgendwelche Anregungen habt, etc., sei denn, es ist irgendwas mit einem Let's Play Together, dann lasst es mich doch gerne wissen. Schreibt es mir in die Kommentare, wenn es euch gefallen hat. Lasst einen Daumen nach oben da. Und, ja, wie ich denke, sehen wir uns doch morgen wieder. Wo? Also, in dem Sinne, Ringe hauen und Ringe schlibbert. Tschüss.